Oh, lässt sich doch sehen. Wir überschreiben das Ganze mal. Wie gesagt, speichern muss ich so oder so, denn ich werde das nicht an einem Stück aufnehmen. Das auf keinen Fall. Das bekomme ich nicht hin. Das Game hat ja doch einiges an Längen. Und gerade in den letzten Gebieten möchte ich auch nicht verneinen, dass die ein oder andere Secret-Passage eventuell Probleme heraufbeschwören könnte. Weswegen ich da nicht so schnell durchflitzen werde wie jetzt hier durch. So, ach, da ist noch einer. Ah, die Wölfe sind nicht so das Problem. Jetzt hier in Peru werden wir später auf ganz, ganz andere Probleme stoßen. So, hier muss ich jetzt kurz nochmal überlegen mit dem Secrets. Zack. Wie gesagt, hier in Peru ist noch alles ziemlich frisch, da ich das ja alles letzte Woche schon mal aufgenommen hatte. Peru habe ich auch durchbekommen ohne Medipacks, weil eigentlich war eine No-Medipack-Challenge zuerst angedacht. Aber ich musste dann doch merken, dass ich das Spiel in der Richtung ein wenig unterschätzt habe. Und deswegen will ich das hier gar nicht versuchen, weil es einfach später Stellen gibt, die fernab von gut und böse sind. So, hier gut aufpassen. Hier unten in diesem Becken, das ist nämlich ein rein optionales Becken. Hier müsst ihr gar nicht lang, wenn ihr hier nicht lang wollt. So, hier müsste das erste Secret sein. So, und jetzt nicht, das ist nämlich der Trick an dieser Stelle. Jetzt nicht glauben, oh, ich habe das Secret hier gefunden, jetzt weiß ich, wofür das Becken gut war. Ich gehe mal wieder, tschüss. Lag hier jetzt nur das Medipack? Lag hier nicht mehr in dem Raum? Oder habe ich mich da gerade geirrt? Ich meine, ihr könnt jetzt den Schalter benutzen, dann geht da die Tür auf, dann seid ihr wieder in der großen Halle. Aber wir müssen nochmal zurück ins Waschbecken, ins Waschbecken, ins Wasserbecken. Ja, komm, wir schwimmen ein bisschen im Waschbecken, Freunde. Denn hier hinten gibt es einen zweiten Schalter für ein zweites Secret. Und da sollten wir, glaube ich, auch ein klein wenig gar. Ja, da hinten ist er versteckt. Den habe ich nämlich immer wieder gerne übersehen. Das hat Klein Wishes ein bisschen irritiert damals als Kind. Denn wenn das Level 1 kann, Freunde, dann euch ablenken. Das reine Level ist auf Ablenken gebaut. Man gibt euch 10.000 labyrinthartige Wege, damit ihr ja alles erkundet und überall hinschaut. Nee, ich glaube, ich muss durchschwimmen dafür, ne? War auf der anderen Seite. Damit ihr ja überall hinschaut, alles erkundet, aber nicht dahin geht, wo eigentlich der Weg ist. Die Wege sind hier komplett unnütz. Man findet hier und da mal ein kleines Medipack, okay? Aber die Hälfte des Levels werdet ihr hier jetzt nicht zu Gesicht bekommen, wenn ihr wisst, wo es lang geht. Und das muss ich sagen, das habe ich am Einser immer sehr, sehr gefeiert. Denn man hat Level-Design gemacht, um den Spieler in die Irre zu führen. Wirklich. Alleine diese komischen Statuen hier. Was habe ich damals als Kind an den Statuen rumprobiert? Weil ich dachte, da ist irgendwie ein Schalter hinter oder ich muss irgendetwas aktivieren oder so. Keine Ahnung. Scheint doch kein Zeittor zu sein. Ich habe ja jetzt mir doch ziemlich Zeit gelassen, hierher zu kommen. Also von daher passt das. Ich habe alles Mögliche an den Dingern herumgefuhrwerkt und um dann später herauszufinden, die Teile sind einfach nur da, weil sie schön sind. Einfach weil irgendeiner der Mitarbeiter gesagt hat, wir bauen da jetzt diese Schlangenstatuen hin. Die tauchen nie wieder im Spiel auf, aber wir bauen die da jetzt einfach hin. Warum? Weil wir es können. Und das habe ich an Tomb Raider 1 als Kind gehasst und heute als Erwachsener liebe ich es an diesem Spiel. Und ihr werdet es mit Sicherheit schon mitbekommen haben, ich bin allgemein sowieso großer, großer Tomb Raider-Fan. Und ich muss aber sagen, ich finde den Einser von den PS1-Teilen, ich finde den immer noch. Es ist der Beste, meiner Meinung nach. In vielerlei Hinsicht. Ich könnte das jetzt so ein bisschen natürlich verargumentieren. Ist immer am besten, wenn man Argumente dafür hat. Aber ich glaube, bei den Tomb Raider-Teilen, die sind alle für sich genommen richtig, richtig gut. Und ich glaube, die Lara Croft-Teile sind schon so gemacht, dass es an dir liegt, welche. Guck mal, jetzt habe ich mich nämlich schon wieder verlaufen. Fängt nämlich schon an. Es liegt an dir, welchen Teil du favorisierst. Weil es einfach auch an dir liegt, welche Art von Setting, welche Art von Level-Design du einfach favorisierst. Der Zweier, er ist anders als der Einser. Und der Dreier ist auch wieder komplett anders als der Rest. Also ihr versteht, was ich meine. Nein. Ich muss. Nein. Ich muss den Schlüssel noch holen. Ganz vergessen. Da fängt es nämlich schon an. Seht ihr, Leute, wenn ich anfange, probieren, hier richtig zu reden und so, dann konzentriere ich mich nicht und dann kommt so ein Müll bei raus. So, wir müssen jetzt nämlich erstmal den Schlüssel dafür holen. Der müsste hier hinten sein. Ja, ihr seht das hier gerade. Es ist alles voller Gänge und voller Schalter und voller. Ja, ist alles egal.
juckt uns alles nichts. Wir wollen nur die Secrets und so schnell wie möglich das Skion-Artefakt an uns reißen. So, hier ist eine Fledermaus. Die Viecher sind so ekelhaft, ne? Sie machen nichts an Schaden. Sie sind nur dafür da, um euch aus der Fassung zu bringen. Wir werden später Passagen haben, wo die Viecher richtig gefährlich sind. So, hier rüber springen am besten. Der Abstand ist jetzt nicht so groß, dass man es nicht meistern kann. Solltet ihr eventuell den Sprung doch nicht geschafft haben, dann könnt ihr aber auch ohne Probleme diesen... Ich habe das als Kind immer als Eisblock irgendwie definiert. Dann könnt ihr aber auch diesen Eisblock nochmal kurz zwei, dreimal rausziehen. Dann könnt ihr hochspringen und dann kommt ihr auch an das große Medipack ran. Ist jetzt auch keine Hexerei, an das Teil da oben ranzukommen. Also die ersten zwei Level, die werden noch ein bisschen chillig. Chillisch werden die. Die werden noch ein bisschen chillig. Und dementsprechend mache ich mir da jetzt gar keine Sorgen. Im nächsten Level wird es schon gefährlicher. Da kommen schon so Passagen, wo man gerne runterfällt. Ihr könnt ja mal gerne abstimmen, was ihr glaubt, was meine Todesursache sein wird, wenn ich hier sterbe. Erschießen, gefressen oder... Ja, Genickbruch. Ich glaube, mehr Variation gibt's nicht. Es gibt noch Verbrennen, aber die meisten Feuerstellen sind so platziert in dem Game, dass ihr einen Genickbruch erleidet, bevor ihr überhaupt flambiert werdet. Wo ist denn jetzt die blöde Fledermaus, Alter? Komm mal hier runter, Kollege. Na, geht doch. So, hier ist nämlich der Key, den wir brauchen. Habe ich nämlich meinen Keyblade gefunden. Damit kommen wir dann gleich auch durch das Tor, wo ich ein bisschen zu voreilig durch wollte. Und das Teil brauchen wir auch. Das ist kein Secret oder Artefakt oder sowas ähnliches. Das ist nämlich auch ein Schlüssel. An sich ist das auch ziemlich fies, ne? So zwei Schlüssel so nah beieinander. Das macht das Spiel nie wieder danach. Das ist jetzt nur am Anfang hier. Vor allem, wenn du überlegst, die haben in dem Level-Design hier so viel Platz geschaffen und bauen die zwei Schlüssel nebeneinander, statt einen Schlüssel irgendwie in dem Gang zu verstecken und den anderen Schlüssel vielleicht irgendwo ganz, ganz hinten... Oh, da war ein großes Medipack, da bin ich gerade vorbeigerannt. Ganz, ganz hinten irgendwo in einer anderen dunklen Ecke zu verstecken. Also, man merkt's. Viel Ideen gehabt in Sachen Level-Design, aber auch halt viel, um euch abzulenken. Also das kann der Teil richtig gut. Das hat auch kein Teil danach so schlimm gemacht wie dieser hier. Unnötige Gänge fabriziert. Unnötiges Suchen und Ausprobieren. So, ja, guck mal, da ist ein kleiner Schlitz in der Wand. Vielleicht sollst du da ja hochspringen. Ja, bist du hochgesprungen, du Idiot. Ja, hier ist aber nichts. Und du denkst dir so, nein, jetzt habe ich 3 Stunden probiert, da hochzukommen. Ja, es ist wunderbar. Es ist wunderbar, es ist herrlich. Naja, aber hier in Peru noch gar kein Problem. So, dann kommt mal der silberne Schlüssel rein. Flatsch. Das ist super Animation. Ich liebe Tomb Raider 1. So, und hier gleich aufpassen. Ich renne hier am besten direkt mal durch. Aua, so war das nicht geplant. Denn der ist klar, aber... Ja, ich wusste es. An dich habe ich mich noch erinnert, Kollege. So, das waren aber nicht die einzigen beiden. Hier hinten müssten, glaube ich, noch rechts und links welche auftauchen. Ah, da vorne. Erstmal dich. Oh, 3 sogar. Okay, gut. Ich dachte, es wären nur noch 2 gewesen. Aber es waren 3. Naja, nichtsdestotrotz, so ist das. So, jetzt haben wir hier nochmal 3 kleine Mini-Prüfungen, die uns den Weg versperren. Dann gehen wir mal direkt in Nummer 1 rein. Ich bin gerade am Überlegen, Secret, Secret? Nein, Secret müsste ich alle haben. Ja, ich hoffe doch, sonst wird's peinlich, ne? So, hier rein, denn hier müsste ein... Irgendwo in einem dieser Becken war ein kleines Medipack. Oder ich verwechsel das gerade mit Anniversary. Oder es ist in einem anderen Schwimmbecken. Ich habe keine Ahnung. Ich habe aber in Erinnerung, dass in einem dieser Becken ein kleines Medipack ist. Ha, naja. Wie gesagt, muss man nicht viel zu sagen. Ich muss aber auch sagen... Ah, schöne Musik. Ich muss aber mal sagen, dass die Musik geil ist. Das kann man ja an dieser Stelle doch auch mal frei aus der Leber heraus sagen. Einer der coolsten Videospiel-Soundtracks, die ich kenne. Und deswegen halte ich an dieser Stelle jetzt einfach mal einen kurzen Moment die Fresse. Fledermaus. Fledermaus, wie ich es euch gesagt habe. Fiese Stellen. Ihr wollt rüberspringen, seht Fledermaus, bekommt Panik, springt runter und im schlimmsten Falle landet ihr nicht im Wasser. Du, du.
Oh, Fledermaus, mit dir ist es aus. Ich hau die Medipacks aus. Und die Musik geht jetzt auch aus, weil ich den Schalter betätige. Das ist immer ein bisschen blöd. Sobald du irgendwas anderes hier im System veränderst, dann wird die Musik ganz, ganz schnell abgelöst. So, hier nicht gleich wie ein Idiot runterspringen, sondern wie ein Idiot hier festhalten und dann runterfallen lassen. Dann hier auch nicht gleich sofort runterspringen, sondern erstmal die Schrotflintmuni holen. Da drüben seht ihr schon, blauer Kristall, da kommen wir gleich runter, aber noch nicht. Das war Prüfung Nummer 1. Das hat der Teil auch immer sehr gerne gemacht, so Prüfungsräume, wo du halt einen Gang hast, den du entlanglaufen musst, aber um diesen Gang langlaufen zu können, musst du halt 3 verschiedene Tore oder so öffnen oder so ein Firlefanz. Das hat der Teil sehr, sehr gerne in seinem Level-Design eingebaut, aber es ist geil. Sowas, das sind so Sachen, die vermisse ich in den Reboots, in den Abenteuern der kleinen Schwester von Lara. Ja, für mich ist die neue Lara eine kleine Schwester von ihr, weil die ja storytechnisch wirklich nichts mehr mit der guten alten Mrs. Croft gemeinsam hat. An sich solide Spiele, muss man gar nicht drüber reden. Ich habe viel Spaß mit dem 1er gehabt. Ich muss sagen, den 2er, den habe ich bis jetzt 3-4 Mal, also Rise of the Tomb Raider, habe ich bis jetzt 3-4 Mal immer wieder angefangen. Und irgendwann hat es mich immer wieder verlassen. Aber irgendwann werde ich auch in der Stimmung sein und den auch durchspielen. Ich glaube, ich habe bis jetzt alle gespielt, bis auf, ja, wirklich bis auf Angel of Darkness. Angel of Darkness habe ich ausgelassen. Angel of Darkness ist daran schuld, dass meine Mutter kein Tomb Raider-Fan mehr ist. Ich muss ja sagen, ich bin an die Reihe durch meine Eltern gekommen. Die haben damals zu Beginn der PS1-Zeit den kompletten Kram mitgenommen. Die waren da voll tief drin, ne? Und ich habe dann irgendwann von meiner Mom den 1er in die Hand gedrückt bekommen. Und die sagte dann, ja, guck mal, wie du damit klarkommst, ne? Und ja, so habe ich dann peu à peu die Teile dann als Kind nachholen können. Leider nicht alle als Kind, weil ich durfte die Teile, ich habe die neuen Teile erst freigegeben bekommen, wenn ich die Teile davor durchgespielt habe. Ist wirklich so. Wenn meine Eltern bei Tomb Raider 4 oder so waren und ich wollte das spielen, weil ist ja neu, muss ich zocken. Nee, du hast immer noch nicht Teil 1 durchgespielt. Ja, durfte ich nicht. Musste ich alles später erst nachzocken. Aber so ist das, ne? Man muss sich hier zukünftigere Spiele erstmal verdienen, Kinder. Meine Güte, wenn man das heute bei den Kids mit Call of Duty machen würde, wäre hardcore traurig. Nein, du darfst FIFA 17 nicht spielen. Du musst erst FIFA 15 platinieren und danach 16. Voll nett. So, Speicherkristall. Speichern. Ich denke mal, ich werde mir das Speichern hier schenken an den meisten Stellen. Ich werde das jetzt nur noch aufs... Seht ihr, Freunde, da wäre schon wieder Feierabend gewesen, wenn ich da jetzt losgelassen hätte. Ich werde das vielleicht auf die Secrets reduzieren, wenn ich der Meinung bin, da könnte ein Secret sein, was ich verpassen könnte. Ob jetzt wegen Dummheit oder wegen Nichtskönnen. Dann benutze ich die Speicherkristalle in der Richtung. Da reicht, glaube ich, aus momentan noch. Wenn wir ganz normal spielen. So. Freunde, jetzt fängt's an, gefährlich zu werden. Denn wenn ich auf diese Plattform gehe, dann kommen hier Sensen. Ah, wo ist die zweite Sense? Ich weiß nicht, ob da Druckplatten da unten auf dem Boden sind, sondern ob die nur dafür da sind, einfach weil es schön aussieht, um dich ein bisschen an der 3D-Optik zu orientieren. Ich habe keine Ahnung. Ja. Das muss man sagen, ich habe das Gefühl, dass der PS4-Controller nicht so nicht so agil funktioniert, wie wenn ich es jetzt direkt auf der PS1 mit dem PS1-Controller spielen würde. Weil normalerweise schaffe ich es, an der Stelle immer nach hinten zu springen, wenn die Falltür kommt. Es bringt euch nichts, ihr müsst so oder so darunter. Aber da ist es mir dann aufgefallen, Lara reagiert hier nicht so schnell, dass sie es noch schafft, rückwärts zu springen. Und das lässt den Verdacht erhärten, dass da eventuell etwas nicht so schnell funktioniert, wie es sollte. Für die, die jetzt fragen, ja, warum zockst du es nicht auf der PS1? Erstmal, weil die PS1 echt blöd zum Grabben ist, sag ich an der Stelle. Zweitens, weil ich das Spiel leider nicht mehr original... Na, das war dumm. Weil ich das Spiel leider nicht mehr original für die PS1 habe.
Ich habe die OVP hier, ich habe es mir damals bestellt über Amazon, habe aber die Originalverpackung bekommen. Die richtig alte mit dem Double-A, mit der Double-A-Hülle. Aber das Spiel war nicht drin, weiß der Geier warum. Ich meine, ich habe 90 Cent dafür bezahlt, vielleicht habe ich auch nicht richtig gelesen. Aber meine Original-CD wurde damals von meiner Schwester kaputt gemacht. So ist das mit Geschwistern. Und dementsprechend habe ich mir das gute Stück halt irgendwann im Store geholt, ne? Für einen schmalen Taler. Und ja, da war ich dann auch erstmal grob mit zufrieden. Ich bin ja immer noch einer der Idioten, die darauf hoffen, dass die Tomb Raider-Teile irgendwann eine schöne Collection auf der PS4 oder 5 bekommen, wo ich dann schön Trophies draufjagen kann. Das wär geil. So, hier haben wir nächstes. Secret. Ich will den Sound. Gib mir den Sound. Oder war der schon? Habe ich den Sound weggequatscht? Dann war der Sound schon. Sound, war der Sound schon? Der Sound, der war da schon. Maschenrad, Sound. So. Ja, doch, müsste das Secret gewesen sein, oder? Habe ich jetzt hier was vergessen? Ich bin jetzt gerade ein bisschen irritiert. Ich habe den Sound gerade wirklich nicht gehört. Naja, wird dem denn so sein? So, das müssten auch hier alle gewesen sein. So, nächstes Level ist hier aber vorbei mit bla 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 Mr. Freeman und ja, boah, kann der das gut. Denn nächstes Level wird tricky. Erstmal haben wir im nächsten Level einen Haufen Secrets. Und da muss ich echt überlegen, ob ich die noch alle aus dem Kopf zusammenkriege. Wir werden sehen, wir werden es verstehen. Und es gibt sehr, sehr schnelle Möglichkeiten, im nächsten Level zu dien. Habe ich jetzt... Ich wollte gerade sagen, ich hab doch jetzt den Schalter da oben hoffentlich aktiviert, oder? Ja, ist aber scheißegal. Du brauchst den da oben, glaube ich, sowieso nicht. So, das Teil hier rein. Und das war's mit der Stadt Viokakaramba. Wilkambamba. 21 Kills, 11 Pickups, 3 von 3 Secrets. Gut, dann würde ich mal sagen, an dieser Stelle, ich speichere und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht mit Let's Play Tomb Raider 1 One Life Challenge. Ich hoffe, ihr bleibt weiter mit dabei. Kann ja nicht mehr lang gehen, das LP. Bis dahin, Freunde, haut rein. Ich wünsche euch was. Euer Wishes.